Wenn du ein neues Unternehmen gründest, musst du dich mit diesem Unternehmen beim Finanzamt registrieren. Das wird dich wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig überraschen. Diese Registrierung beim Finanzamt geschieht durch den sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und dieser Fragebogen, der war früher natürlich in Papierform, ist ein relativ umfangreicher Fragenkatalog. Ich habe zu dem ganzen Thema auch schon ein Video aufgenommen, wo ich dir gezeigt habe, wie du als Einzelunternehmer, also Freiberufler oder Gewerbetreibender, diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen kannst. Das heißt, da sind wir einmal Schritt für Schritt durch dieses Formular durchgegangen. Das Video verlinke ich dir einmal oben rechts. In diesem Video wollen wir uns dieses ganze Formular nämlich einmal anschauen für GbRs. Das heißt, wenn du dich mit Geschäftspartnern zusammenschließt und ihr gemeinsam eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gründet, dann müsst ihr euch als GbR natürlich auch beim Finanzamt registrieren. Und da die Frage jetzt schon einige Male aufkam, habe ich mir gedacht, ich nehme einfach mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für GbRs auf und wir schauen uns einfach mal jede einzelne Frage gemeinsam an. Und dafür nehme ich euch natürlich mit auf meinen Bildschirm. Wir sehen hier ganz normal das Elster Online Interface und wie immer finden wir auf der linken Seite unter Formulare und Leistungen einmal alle Formulare und hier beim Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und hier sehen wir auf vorletzter Position den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, Gründung einer Personengesellschaft oder Gemeinschaft. Und eine GbR ist eine Personengesellschaft, deswegen klicken wir einmal hier drauf und wir bekommen auch gleich die Bestätigung, Gründung einer Personengesellschaft, zum Beispiel GbR. Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das heißt, wenn du eine GbR gründest, dann bist du genau hier richtig und wir klicken entsprechend auf Weiter. Dann werde ich hier noch gefragt, ob ich auch noch eine Anlage AG hinzufügen möchte, also eine Anlage für eine Arbeitsgemeinschaft. Das lasse ich hier jetzt einfach mal aus, weil ich den Standardfall GbR-Gründung nur hier betrachten möchte. Und da setzen wir den Haken dann nur bei FSE pers G. Bedeutet Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Personengesellschaften. Damit klicken wir auf Weiter und wir sehen, das Ganze sieht aus wie so ein klassisches Elster-Formular. Das bedeutet, hier oben sehe ich so ein bisschen den Fortschrittbalken. Jetzt muss ich erstmal ganz viele Daten eingeben, dann kann ich sie am Ende noch einmal prüfen und dann anschließend an das Finanzamt versenden. Und wenn wir hier auf diesen Kreis mit diesen drei Strichen klicken, sehen wir auch, was wir so vor uns haben. Das heißt, dieser Fragebogen zur steuerlichen Erfassung hat 22 Bereiche, die wir uns jetzt Schritt für Schritt gemeinsam anschauen. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Du findest unten in der Videobeschreibung eine ganze Reihe von vertiefenden Videos und auch eine ganze Reihe von Tool-Empfehlungen, die ich für dich habe und unter Umständen auch einen Link, wo ich dir dabei helfe, einen Steuerberater zu finden, damit du das Ganze nicht selber machen musst, sondern das Ganze vielleicht einfach von einem Steuerberater erledigen lassen kannst. Ich kann hier in diesem Video nicht jeden einzelnen Punkt vollständig ausführlich behandeln, weil dann würde dieses Video faktisch 3, 4, 5 Stunden dauern und die allermeisten Punkte sind für dich und deine Gründung ja wahrscheinlich irrelevant. Deswegen versuche ich, ein relativ schlankes Video hier aufzunehmen, wo ich alle wichtigen Punkte anspreche für so eine ganz typische GbR-Gründung und werde immer wieder auf die Videos unten in der Videobeschreibung verlinken. Die kannst du dir dann anschauen, wenn der jeweilige Punkt für dich relevant ist und wenn er halt nicht relevant ist, dann habe ich auch deine Zeit nicht verschwendet. Genau, und damit starten wir einfach einmal. Am Anfang kannst du Daten übernehmen aus deinem Profil. Da geht es um das Elster-Profil. Das heißt, wenn du dein Elster-Profil ja schon eingestellt und eingerichtet hast und da ist dein Name, deine Adresse und sowas schon eingestellt hast, dann kannst du hier Daten aus meinem Profil übernehmen oder halt von einer anderen Person. Aber das lasse ich mal weg, weil wir ja davon ausgehen, dass wir ein neues Unternehmen gründen. Deswegen gehe ich davon aus, dass du ganz viele Stammdaten, zumindest für die GbR, hier noch gar nicht hast. Und dann kannst du natürlich theoretisch eine bestehende Steuernummer eintragen. Bei einer Neugründung hast du ja noch keine Steuernummer, also du schon, aber jetzt beantragen wir mit diesem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ja eine Steuernummer für die GbR. Und wenn wir die gerade gründen, haben wir halt noch keine Steuernummer. Deswegen klicken wir hier auf Neue Steuernummer beantragen, wählen das Land aus, zum Beispiel hier Berlin und dann das zuständige Finanzamt und wir klicken auf Nächste Seite. Und dann sehen wir hier schon einmal die geballte Liste, die jetzt noch vor uns liegt. Damit verschwenden wir gar nicht so viel Zeit, sondern gehen direkt in den nächsten Bereich. Und zwar die Angaben zum Unternehmen. Das heißt, wie heißt
deine GbR eigentlich? In den allermeisten Fällen heißt die GbR so wie ihr Gründer. Das heißt zum Beispiel Melchior Neumann und Max Meyer GbR. Und das schreibst du denn hier zum Beispiel rein. Melchior Neumann und Max Meyer GbR. Das wäre jetzt richtig. Dann muss ich natürlich die Adresse eintragen. Das heißt, ich sollte mir erstmal überhaupt Gedanken machen, wo hat die GbR eigentlich so ihren Sitz. Falls der Sitz, die Adresse der GbR im Ausland ist, dann trägst du die hier ein. Könnte auch ein Postfach sein und dann Telefon, E-Mail-Adresse, Internet und so weiter. Hier werden also eine ganze Reihe an Informationen abgefragt. An dieser Stelle vielleicht der wichtige Hinweis, du musst nicht zwingend immer alles ausfüllen. Das heißt, wenn du kein Postfach hast, dann ist klar, dann trägst du halt kein Postfach ein. Du musst jetzt aber auch nicht deine Telefonnummer eintragen, die E-Mail-Adresse oder die Webseite, wenn die noch gar nicht existiert, dann lässt du das einfach leer. Grundsätzlich ist das auch ein guter Hinweis für diese Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Wenn du etwas nicht weißt, lass es einfach leer. Das Finanzamt verhängt da keine Strafen, weil du Felder nicht ausgefüllt hast. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass das Finanzamt dann doch einige Informationen braucht, die du halt nicht eingetragen hast und dann eine Rückfrage stellt. Dadurch verzögert sich der ganze Prozess vielleicht um 1-2 Tage, aber ja, du hast da keine Strafe oder so, wenn du hier ein paar Felder leer lässt. Ich sehe das immer nur, dass ganz viele Leute verzweifelt versuchen, alles auszufüllen, obwohl sie teilweise die Informationen noch nicht haben und das Ganze dann ein Riesenblocker ist, dass sie diesen Fragebogen nicht ausfüllen können. Lass es denn einfach leer. Also lass dich davon nicht blockieren. Was du aber unbedingt ausfüllen solltest, ist hier der letzte Punkt, das heißt hier Punkt 13, die Art der ausgeübten Tätigkeiten. Da schreibst du zum Beispiel rein, Videoproduktion und Vermarktung auf YouTube. Sowas in die Richtung. Übrigens gibt es bei allen Bereichen natürlich auch einen Hilfebereich. Der ist nicht immer besonders gut verständlich und vor allen Dingen gibt es den nicht überall. Aber hier siehst du auch ganz häufig so Beispiele, wie zum Beispiel landwirtschaftlicher Gartenbaubetrieb oder sowas. Und wenn du das ausgefüllt hast, dann gehst du auf die nächste Seite. Und da bekommst du ehrlicherweise schon gleich so eine ganz komische Frage. Und zwar wirst du wieder nach einer Adresse gefragt. Und zwar Ort der Geschäftsleitung. Um diese Frage überhaupt zu verstehen, sollte man sich mal vor Augen halten, wer alles so einen Fragebogen ausfüllen muss. Wenn ich einen riesen Produktionsbetrieb habe und plane, mit tausenden Mitarbeitern jetzt E-Autos zu produzieren, dann muss ich diesen Fragebogen halt auch ausfüllen. Das heißt, dieser Fragebogen ist nicht sonderlich individualisiert, wenn du beispielsweise mit 1-2 Freunden eine GbR gründen möchtest. Du bekommst hier halt auch Fragen, die auch ein Großkonzern beantworten müsste. Und ja, da kann es natürlich sein, dass die Produktionsstätte und die Geschäftsleitung an unterschiedlichen Adressen ihren Sitz hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du das hier eigentlich auch alles leer lassen oder du trägst hier halt einfach die Adresse ein, die du im Schritt vorher auch schon eingetragen hast. Das heißt hier einmal die Adresse im Inland und wenn du im Inland nicht den Sitz hast, dann halt die Adresse im Ausland. Und damit kommen wir zum dritten Bereich, den Betriebsstätten. Das heißt, vielleicht hat dein riesengroßes Unternehmen ja auch mehrere Niederlassungen in unterschiedlichen Gemeinden. Dann kannst du das Ganze hier eintragen, da ich persönlich davon ausgehe, dass du, wenn du dieses Tutorial hier schaust, jetzt nicht gleich mit mehreren Betriebsstätten starten wirst, kannst du das Ganze einfach leer lassen und wir gehen zum nächsten Schritt. Und zwar zu den Gründungsangaben. Und das wird natürlich wichtig und relevant auch für dich, auch wenn du alleine mit 1-2 Freunden jetzt eine GbR gründen möchtest. Und zwar geht es hier erstmal um die Gründungsart. Und ich glaube, da wird auch nochmal vieles deutlich. Du kannst natürlich eine Neugründung vornehmen, du kannst aber auch den Sitz verlegen, aber du kannst beispielsweise ja auch ein Unternehmen kaufen. Und dann hat dieses Unternehmen, was du kaufst, natürlich auch eine Historie und war vorher bei einem anderen Inhaber auch schon steuerlich registriert. Und dann ergeben natürlich auch viele Fragen, die jetzt kommen werden, auch Sinn. Bei einer Neugründung vielleicht unter Umständen nicht. Oder aber du wandelst eine bestehende Firma um. Das heißt von der GmbH in eine GbR oder von einem Einzelunternehmen in eine GbR und was auch immer. Wir gehen jetzt hier an dieser Stelle einfach mal davon aus, dass wir einfach eine neue GbR gründen. Und dann gibst du hier das Gründungsdatum ein. Das Gründungsdatum ist so quasi mit dem Beginn der Geschäftstätigkeit. Das heißt, wann fangt ihr eigentlich an? Das ist das Datum, was du hier einträgst. Und wenn ihr das Unternehmen gekauft habt, dann trägst du hier halt den vorherigen Inhaber ein, die Adresse im Inland und so weiter. Und hier geht es jetzt sehr viel darum,
welches Unternehmen wurde da jetzt übernommen. Das musst du alles nicht ausfüllen, wenn du einfach gegründet hast und hier oben das Datum eingetragen hast. Deswegen schauen wir uns das einmal an. Inhaber, dein Ordnungskriterium, das heißt, welche Steuernummer hatte das Unternehmen vorher, wie hieß das Unternehmen vorher, wenn du es umgewandelt hast und so weiter. Das heißt, all diese Dinge kannst du einfach großflächig überspringen, wenn es einfach eine Neugründung ist, und dann gehst du einfach zum nächsten Schritt. Und im nächsten Schritt musst du Angaben zu deiner Rechtsform machen, weil das ist jetzt ja kein Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für GbR, sondern es ist ein Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Personengesellschaften, und es gibt in Deutschland ja unterschiedliche Personengesellschaften, zum Beispiel auch OHGs oder Kommanditgesellschaften oder alles, was du hier sonst so siehst. Wir schauen uns ja das Beispiel GbR an, deswegen wählen wir hier Gesellschaft bürgerlichen Rechts aus. Dann kannst du hier noch zusätzliche Angaben machen, zum Beispiel, wenn du Partnerschaftsgesellschaft gründest. Das könnte der Fall sein, wenn du ein Freiberufler bist, beispielsweise ein Rechtsanwalt, und du tust dich mit anderen Rechtsanwälten zusammen zu so einer Partnerschaft, dann kann unter Umständen eine Partnerschaftsgesellschaft für dich relevant sein. Darum soll es in diesem Video jetzt schwerpunktmäßig nicht gehen, aber wenn du ein klassischer Freiberufler bist und dich jetzt mit anderen Freiberuflern aus diesem Bereich zusammentust, dann informier dich mal über Partnerschaftsgesellschaften. Das könnte für dich eventuell die richtige Rechtsform sein. Wenn du all das Ganze nicht hast, dann füllst du dieses Feld auch einfach nicht aus. Und hier unten trägst du noch einmal Beginn der Tätigkeit ein. Das wird in den allermeisten Fällen identisch sein mit dem Gründungsdatum von der Seite vorher. Und das ist auch wichtig, dass du das ja so früh wie möglich ansetzt, weil das ist der Termin, ab dem du Kosten absetzen kannst für die Gewerbesteuer. Das heißt, dann kannst du ja ein Büro mieten beispielsweise, eine Autoleasing unterschreiben und all solche Sachen und diese Kosten dann tatsächlich auch von der Gewerbesteuer beispielsweise absetzen. Das heißt, hier solltest du idealerweise das gleiche Datum eintragen wie in der Seite vorher. Im nächsten Schritt geht es um das ganze Thema Handelsregister. Das heißt, das Handelsregister, das ist beim Amtsgericht geführt, ist ein Register von allen Unternehmen. Und da müssen beispielsweise Kommanditgesellschaften oder offene Handelsgesellschaften eingetragen werden. Du mit deiner GbR musst dich dann nicht eintragen lassen. Und meine persönliche Meinung ist, du solltest es dir auch dringend überlegen. Es gibt unter Umständen bestimmte Gründe, warum das eventuell Sinn ergeben könnte. Dann ist aber ganz häufig auch die GbR nicht mehr die richtige Rechtsform und so weiter. Deswegen möchte ich das Ganze hier nicht so wahnsinnig ausbreiten. Wichtig ist nur, du solltest es dann hier eintragen. Wenn du das Ganze vorhast, und das kann ja durchaus auch Sinn ergeben, dann kannst du hier anklicken, beispielsweise das Ganze ist beabsichtigt oder ist schon passiert. Wenn du eine ganz normale GbR gründest, mit ein paar Freunden, um Dienstleistungen zu erbringen oder einen Online-Shop zu betreiben oder was auch immer, dann würde ich sagen, machst du das Ganze einfach nicht, dann meldest du dich nicht beim Handelsregister an und setzt hier natürlich auch keine Haken. Und dann der siebte Schritt, der ist eigentlich selbsterklärend, da gibst du deine Bankverbindung an. Also nicht deine Bankverbindung, sondern die Bankverbindung der GbR. Das heißt, ihr solltet, ist zumindest meine dringende Empfehlung, gemeinsam als GbR ein Bankkonto eröffnen. Das heißt, da gehst du zu einer Bank, öffnest einfach ein Bankkonto und der Kontoinhaber ist dann die GbR. Bei einer GbR ist es üblich, dass jeder der Mitunternehmer, also jeder der Gesellschafter, auch Zugriff auf dieses Bankkonto hat, und dieses Bankkonto trägst du dann hier ein. Vielleicht jetzt nochmal zur Unterscheidung, weil hier oben steht auch schon für Steuererstattungen und eventuell Lastschriftverfahren, das heißt für Steuerzahlungen und Steuererstattungen. Auf der Ebene der GbR werden die Betriebssteuern gezahlt, das heißt die Umsatzsteuer und gegebenenfalls die Gewerbesteuer, wenn ihr gewerbesteuerpflichtig seid. Nur diese Steuer werden auf der Ebene der GbR gezahlt. Deine Einkommensteuer zahlt jeder Gesellschafter für sich. Das heißt, wenn du mit zwei Freunden eine GbR gründest, dann seid ihr ja jeweils zu einem Drittel wahrscheinlich an dieser GbR beteiligt. Und ihr zusammen zahlt quasi die Umsatzsteuer vom GbR-Konto, ihr zahlt die Gewerbesteuer vom GbR-Konto. Ihr bekommt aber einmal im Jahr so einen Steuerbescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung eures Gewinnanteils. Beispielsweise, wenn ihr 100.000 Euro Gewinn macht, ihr seid zu dritt, dann hat ja jeder 33.333 Euro Gewinn gemacht. Und dieser Gewinnanteil, der fließt dann ein in deine private Einkommensteuererklärung und dann musst du auf diesen Gewinnanteil auch nochmal Einkommensteuer bezahlen. Warum ist das Ganze so geregelt? Weil die Einkommensteuer ja super individuell ist und abhängig davon ist, wie viel sonstiges Einkommen du hast. Dieser Einkommensteuertarif in Deutschland, der ist ja unterschiedlich hoch, so von 0% bis 45% in Deutschland. Und es kann ja durchaus sein, wenn du mit Freunden eine GbR gegründet hast, dass der eine Freund vielleicht 20% Steuern zahlt, der andere 40% und du gar keine Steuern. Und das ist der Grund, warum bei der Einkommensteuer quasi der Gewinn einfach zerteilt wird und jeder zahlt seinen individuellen Steuersatz. Es wäre ja fast ein bisschen unfair, wenn jetzt
ja, alle 30% zahlen, du aber gar kein sonstiges Einkommen hättest und auf diesen Anteil halt viel weniger Steuern zahlen würdest. Deswegen an dieser Stelle einmal dieser kleine Exkurs. Hier geht es tatsächlich um die Steuerzahlungen für die Betriebssteuern und nicht um die private Einkommensteuer. Und im nächsten Schritt geht es um die Vertretung der Gesellschaft. Das heißt, wer vertritt die GbR eigentlich nach außen? Das heißt, hier kannst du jetzt so eine Liste erstellen und hier jeweils weitere Daten hinzufügen. Wenn du jetzt tatsächlich mit zwei Freunden eine GbR gründen solltest, dann machst du diesen Prozess einfach dreimal. Und zwar für jeden Gesellschafter und Beteiligten. Das heißt, du klickst es hier oben jetzt einfach ein. In der Regel hat eine GbR keinen fremden Geschäftsführer. Das ist bei größeren Firmen kann das sein, bei so einer kleinen GbR ist das in der Regel richtig, wenn du hier oben Gesellschafter oder Beteiligter einträgst. Und dann geht es um deine persönlichen Daten. Alle Adressen und Namen und so weiter waren ja bisher von der GbR. Und natürlich kann die GbR seinen Sitz auch da haben, wo du wohnst. Dann trägst du hier halt diese Adresse noch einmal ein. Wichtig ist allerdings, hier geht es um deine Daten. Bisher ging es um die Daten der GbR. Das heißt, hier trägst du jetzt einmal die Anrede, den Titel, deinen Namen, den Namenszusatz, dein Geburtsdatum und so weiter ein und deine Adresse entweder in Deutschland oder im Ausland, Postfach, Telefon, E-Mail, Internet und so weiter. Auch hier wieder alles, was du dem Finanzamt nicht mitteilen möchtest, lässt du halt einfach leer. Ganz, ganz wichtiger Punkt, hier geht es um deine persönliche Steueridentifikationsnummer. Die hast du auf jeden Fall, weil die bekommst du in Deutschland quasi zur Geburt geschenkt vom Bundeszentralamt für Steuern. Das heißt, da hast du irgendwann mal vor langer, langer Zeit einen Brief bekommen. Diese Nummer steht übrigens in der Regel auch auf deinen Steuerbescheiden oder deinen Gehaltsabrechnungen und so weiter. Das heißt, da kannst du sie wahrscheinlich schneller finden, als diesen Brief von deiner Geburt rauszusuchen. Und hier trägst du genau diese Nummer einmal ein, trägst auch ein, welches Finanzamt für dich zuständig ist. Also beispielsweise hier Berlin, Charlottenburg und so weiter. Falls du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer haben solltest, also dann bist du ja schon unternehmerisch tätig, dann trägst du die auch hier ein. Und was theoretisch ja auch sein könnte, dass in eurer GbR jetzt nicht nur ihr Freunde beteiligt seid, sondern der eine Freund sagt, ja, ich würde mich gerne auch an diesem gemeinschaftlichen Vorhaben beteiligen, aber nicht selbst, sondern ich habe eine GmbH und ich möchte mich mit dieser GmbH in der GbR beteiligen. Das geht theoretisch. Dann hast du hier unten eine nicht natürliche Person. Das heißt, dann müsstest du für diesen Freund das Ganze hier oben nicht ausfüllen, sondern füllst das Ganze hier unten aus für halt nicht natürliche Personen. Und deswegen kommt dieser ganze Abschnitt auch noch einmal, falls einer der Mitgründer halt ja, sich beteiligen möchte mit einer nicht natürlichen Person, sprich mit einem Unternehmen, was sich denn an dem Unternehmen beteiligt. Und diese ganzen Angaben machst du für alle Gesellschafter. Das heißt, du hast am Ende hier eine Liste von allen Gesellschaftern. Wenn ihr zu fünf seid, hast du hier fünf Leute eingetragen oder fünf Unternehmen eingetragen. Wenn ihr zu zweit seid, halt zwei und so weiter. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt, also zum neunten Schritt. Und hier geht es um die steuerliche Beratung. Wenn du einen Steuerberater haben solltest, dann trägst du hier die Daten vom Steuerberater ein. Warum? Damit das Finanzamt beim Fragen sich direkt an den Steuerberater wenden kann, dass die Steuerbescheide direkt beim Steuerberater landen und so weiter. Wenn du keinen Steuerberater hast, dann kannst du das entweder alles alleine machen oder du füllst einmal das Formular unten in der Videobeschreibung aus und ich helfe dir gerne, einen Steuerberater zu finden. Und auch hier ist der Aufbau sehr identisch. Wenn das eine natürliche Person ist, also ein Einzelunternehmen, dein Steuerberater, dann trägst du das hier oben ein. Wenn das eine Steuerberatungsgesellschaft ist, eine Steuerberatungs-AG oder GmbH oder Partnerschaftsgesellschaft, dann trägst du das Ganze einfach hier unten ein und dann gehst du auf die nächste Seite. Und hier im zehnten Schritt geht es unterm Strich auch nochmal um den Steuerberater. Im Schritt vorher, also im neunten Schritt, ging es um die Vertretungsberechtigung, also die Vertretungsvollmacht. Das bedeutet, dass der Steuerberater dem Finanzamt Dinge mitteilen darf in eurem Auftrag. Also zum Beispiel die Übermittlung der Steuererklärung. Das heißt, der Steuerberater darf beispielsweise die Umsatzsteuererklärung in eurem Namen an das Finanzamt schicken. Aber was ein anderer Part ist, ist tatsächlich die Empfangsberechtigung. Darf der Steuerberater denn tatsächlich die Antwort vom Finanzamt, also den Umsatzsteuerbescheid, auch bekommen? Weil das könntet ihr unter Umständen auch trennen. Ihr könntet auch sagen, der Steuerberater darf nur die Steuererklärung abschicken, aber wenn der Bescheid kommt, möchte ich das Ganze lieber als erstes selbst bekommen. Dann würdest du nur den neunten Bereich ausfüllen und hier im zehnten Bereich bei der Empfangsbevollmächtigung das Ganze halt einfach leer lassen. Ich glaube, den elften Schritt können wir soweit leer lassen, zumindest wenn wir in dem Szenario bleiben, dass du mit ein paar Freunden einfach jetzt eine GbR gründest. Hier geht es nämlich um Konzernzugehörigkeiten. Das heißt, wenn die GbR Teil eines größeren Konzerns ist, ja, dann füllst du das hier aus.
aus. Das sollte bei den meisten von euch nicht der Fall sein, deswegen überspringen wir das Ganze. Wichtiger und für euch relevanter wird es dann hier im 12. Bereich. Da geht es nämlich um deinen Gewinn bzw. deinen Verlust. Also es gibt auch negativen Gewinn. Da solltest du hier im ersten Schritt mal angeben, was ihr plant an Gewinnen im Gründungsjahr und im folgenden Jahr. Das heißt, was denkt ihr, wie euer Betriebsergebnis im ersten Jahr aussehen sollte und dann halt im folgenden Jahr? Das ist wichtig und das Finanzamt fragt danach, weil die Vorauszahlungen für die Steuern darauf basierend festgesetzt werden. Das Ganze ist nicht rechtsverbindlich. Das heißt, wenn du vollkommen daneben lagst oder auch überhaupt gar kein Gefühl dafür hast, wie euer Geschäft laufen wird, dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du hier was Falsches einträgst. Mein persönlicher Tipp ist, schreib die Zahl, die du hier reinschreibst, nicht zu hoch. Also schätze sie nicht zu hoch, weil das führt dann dazu, dass die Vorauszahlungen wahnsinnig hoch festgesetzt werden und das ist jedes Mal super ärgerlich. Schreib hier lieber ein bisschen niedrigeren Betrag rein, leg dann aber das Geld, falls es dann doch besser laufen sollte, einfach zur Seite und dann könnt ihr nachträglich auch immer noch die Vorauszahlungen nach oben oder unten anpassen lassen. Ich würde jetzt aber nicht zu überambitioniert reingehen mit hohen Gewinnerwartungen. Wichtiger Hinweis auch, wenn ihr Gründungsförderung beantragt habt oder mit Investoren sprecht, hier muss nicht der gleiche Betrag drin stehen. Ihr könnt dem Finanzamt auch mitteilen, ihr wartet im ersten Jahr 10.000 Euro Gewinn und bei der Gründungsförderung sagt ihr, wir warten 50.000 Euro Gewinn. Das kann durchaus auseinandergehen, die sprechen nicht miteinander. Das Ganze ist sowieso nicht final rechtsverbindlich. Das ist nur, um so eine grobe Hausnummer zu haben, damit das Finanzamt irgendwelche Vorauszahlungen festsetzen kann oder halt entsprechend auch auf die Festsetzung der Vorauszahlung verzichten kann. Dann solltet ihr hier einmal eintragen, wie ihr euren Gewinn ermitteln wollt. Also ganz frei aussuchen dürft ihr das nicht. Ich habe zu dem Thema Gewinnermittlungsart auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das findest du unten in der Videobeschreibung. Im Wesentlichen gibt es zwei große Arten von Gewinnermittlungsarten. Das eine ist die Einnahmenüberschussrechnung, das andere ist die Bilanzierung, die auch gerne genannt wird Betriebsvermögensvergleich. Das heißt, Betriebsvermögensvergleich ist das gleiche wie doppelte Buchhaltung oder Bilanzierung. Wenn es euch möglich ist, würde ich euch immer empfehlen, dass ihr die Einnahmenüberschussrechnung wählt, wann das möglich ist, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, welche Einschränkungen es da gibt und so weiter. Dafür schaust du bitte das vertiefende Video. Wichtig ist hier nur, da wird es eingetragen. Und wenn du irgendwelche Besonderheiten bei der Gewinnermittlungsart haben solltest, dann erläuterst du das hier noch einmal. Sollte bei den Standardfällen eigentlich ehrlicherweise nicht der Fall sein. Der nächste Schritt ist ein wichtiger Schritt, über den ihr euch natürlich vorher untereinander als Gründer Gedanken machen müsst. Und zwar, wie verteilt ihr eigentlich das Ergebnis? Bei einer GbR ist es relativ üblich, dass man das nach Köpfen verteilt. Das heißt, wenn ihr drei Leute seid, teilt ihr den Gewinn einfach durch drei. Theoretisch ist es bei gemeinschaftlichen Gründungen natürlich auch möglich, dass man sagt, naja, ihr gründet zu dritt, aber der eine ist eigentlich der Hauptgründer und die anderen beiden sind mehr so die Cheerleader. Keine Ahnung, die Berater, die Unterstützer und dann könnte man sich theoretisch natürlich auch andere Aufteilungen ausdenken. Zum Beispiel, dass der Hauptgründer 60% bekommt und die anderen beiden jeweils 20% und so weiter. Dann ist aber ehrlicherweise ganz häufig die GbR nicht mehr die richtige Form. Die GbR ist immer dann praktisch, wenn quasi alle Mitgründer den gleichen Anteil haben. Das heißt, bei drei Gründern teilt ihr halt alles durch drei. Aber das Ganze kannst du hier noch einmal aufschlüsseln, wie ihr das gemacht habt. Nach gezeichnetem Kapital, nach Bruchteil, nach eingezahltem Kapital, nach anderen Aufteilungsschlüsseln und so weiter. Wir kommen gleich in einem folgenden Schritt auch nochmal dazu, wo man das genauer einträgt. Wichtig hier an dieser Stelle, GbR ist normalerweise einfach nach Köpfen verteilt. Und dann gibt es theoretisch die Möglichkeit, ein abweichendes Wirtschaftsjahr zu wählen. Das heißt, ein Wirtschaftsjahr geht dann nicht mehr vom 1. Januar bis zum 31.12. Kann ich eigentlich fast immer nur davon abraten. Auch es gibt wirklich Gründe, es zu tun. Ich würde dir dringend davon abraten. Das sorgt nur für zusätzliche Arbeit und ja, Chaos. Deswegen sollte man das vermeiden. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt, den ich eben schon angekündigt habe, und zwar zu den Angaben zu den Beteiligten zum voraussichtlichen Gewinnanteil. Das heißt, wie verteilt ihr eigentlich das Ergebnis? Wie verteilt ihr den Gewinn? Und gleichbedeutend natürlich auch, wie verteilt ihr die Verluste, falls ihr Verluste machen solltet? Und dafür haben wir so eine schöne Liste, die wir schon kennen von ein paar Schritten vorher, wo wir die ganzen Gesellschafter aufgeführt haben. Jetzt geht es einmal um die Gewinnverteilung. Und auch das schauen wir uns an. Und zwar klicken wir einmal auf weitere Daten hinzufügen. Und jetzt haben wir quasi das
Formular im Formular. Das heißt, auch hier haben wir jetzt nochmal drei einzelne Bereiche, die wir ausfüllen müssen. Und zwar einmal eine Zeichnernummer des Beteiligten. Ich gehe jetzt mal davon aus, du gründest mit zwei Freunden. Das heißt, ihr habt Gesellschafter 1, 2, 3. Das ist relativ wichtig, wenn ihr das hier festsetzt, solltet ihr auch in der Folge, wenn ihr mit dem Finanzamt kommuniziert, die Reihenfolge nicht ändern. Das heißt, die 1 bleibt bitte dann auch immer die 1, sonst verwirrt ihr das Finanzamt vollkommen und das wollt ihr nicht. Und dann tragt ihr hier nochmal die ganzen Daten ein. Das heißt, ja, Adresse, Name und so weiter. Nochmal die steuerlichen Sachen. Ich weiß, das Ganze wiederholt sich, ist ein bisschen ätzend, aber wir denken daran, dieses Formular wurde auch gebaut, dass hier irgendwelche Großkonzerne sich steuerlich registrieren können. Warum das sich nicht individualisiert oder dir jetzt nicht die Einträge von vorher vorschlägt, I don't know, ich entwickle Elster Online nicht, ich versuche das Ganze nur so zu erklären, dass es ein bisschen verständlicher vielleicht ist. Und auch hier natürlich wieder, wenn sich ein Unternehmen an der GbR beteiligt, dann trägst du das hier unten ein und das war's dann und damit gehen wir zum zweiten Schritt und zwar Art der Beteiligung und dann haben wir hier eine ganze Reihe an möglichen Beteiligungsformen. In der Regel seid ihr, wenn ihr eine GbR gründet, sonstige Mitunternehmer ohne Haftungsbeschränkung. Das heißt, ihr wählt jetzt hier sonstige Mitunternehmer ohne Haftungsbeschränkung aus. Die Haftung kann man nämlich als GbR-Gesellschafter nicht reduzieren, ausschließen. In einer GbR haftet ihr alle selbst. Und das ist auch übrigens die große Gefahr bei einer GbR. Wenn der eine Partner ja Mist baut, dann haften die anderen halt mit. Auch mit ihrem gesamten privaten Vermögen. Das muss man wissen, wenn man eine GbR gründet. Aber wenn das Vertrauensverhältnis da ist, dann spricht da ja auch erstmal nichts dagegen. Im nächsten Schritt muss man noch einmal sagen, was das für eine Art des Beteiligten ist. Also wer bist du? Bist du eine natürliche Person? Bist du eine Personengesellschaft? Bist du eine GmbH und so weiter? Menschen sind natürliche Personen. Das heißt, wenn du als Mensch dich an einer GbR beteiligst, dann wählst du hier einfach natürliche Personen aus. Wenn die GbR nicht aktiv unternehmerisch tätig ist, sondern quasi nur Vermögen verwaltet, zum Beispiel Immobilien, dann musst du hier noch einmal angeben, ob die Beteiligung bei dir im Betriebsvermögen quasi ist oder halt, ob du sie privat hältst. Wenn das der Fall sein sollte, dann kennst du dich hoffentlich auch gut mit dieser ganzen Thematik aus oder hast einen Steuerberater, der dich da berät, der dir dann auch sagt, was du hier idealerweise auswählen solltest. Und die letzten beiden Felder sind jetzt natürlich interessant. Und zwar trägst du hier einmal dein anteiliges Kapital ein. Das heißt, wie viel Kapital hast du eigentlich in die GbR eingelegt? Wichtig ist, wenn du vorher gesagt hast, ihr teilt quasi ja, den Gewinn nach Kapitalanteilen auf, dann muss hier natürlich überall das Gleiche stehen. Das heißt, du trägst hier beispielsweise 100 Euro ein, 1000 Euro ein, 10.000 Euro ein. Wichtig ist nur, dass du bei den anderen Gesellschaftern, also bei den Mitgründern, denn das Gleiche einträgst. Wenn ihr aber gar kein Startkapital habt und braucht, das heißt, ihr öffnet einfach ein Konto und sagt, naja, wir haben erstmal gar keine Kosten, wir fangen erstmal an, zum Beispiel zu beraten und stellen dann eine Rechnung und dann leben wir halt aus dem Cashflow, das heißt, niemand legt eigentlich Geld ein, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr hier trotzdem 1 Euro eintragt. Das heißt, dann tragt ihr einfach bei jedem Gesellschafter 1 Euro ein und damit ist das Ganze gleichmäßig verteilt. Und hier unten trägst du dann noch einmal den Anteil an. Das heißt, wenn ihr zu dritt seid, dann gehört ihr halt ein Drittel und dann, ja, dann wird dir quasi der Gewinn oder der Verlust von einem Drittel zugewiesen. Und damit kommen wir zu dem dritten Schritt und zwar, wie viel Gewinn kannst du denn erwarten? Du hast ja vor ein paar Schritten, wir schauen uns das einmal an, du hast ja in dem Bereich 12 Angaben zum voraussichtlichen Gewinn und zur Gewinnermittlung schon angegeben, mit wie viel Gewinn ihr im Gründungsjahr und im folgenden Jahr rechnet. Und dann trägst du jetzt hier den entsprechenden Anteil ein. Das heißt, wenn du hier vorne 100.000 Euro eingetragen hast und ihr seid zu dritt und verteilt den Gewinn gleichmäßig nach Beteiligten, dann gehört jedem von euch ja ein Gewinnanteil von 33.333,33 Euro. Und das schreibst du denn einfach hier rein. Das gleiche machst du denn für das Folgejahr. Und dann gibt es noch 2 bzw. 4 Felder, die sind etwas ja, besonders. Es ist eine Besonderheit für Personengesellschaften. Und zwar heißen die Sonderbetriebseinnahmen oder Sonderbetriebsausgaben. Wenn du oder einer deiner Mitgründer Geschäfte mit eurer GbR macht und daraus quasi Einnahmen generiert oder halt Ausgaben generiert, dann müsst ihr die hier eintragen. Ein kleines Beispiel. Ihr startet zwar, ihr habt auch kein Geld und schreibt deswegen überall rein, dass jeder nur 1 Euro Kapital eingezahlt habt. Aber einer von euch, der hat irgendwie, keine Ahnung, reich geerbt oder vorher erfolgreich gearbeitet und der gibt eurer GbR ein Darlehen. Das heißt, einer der Gesellschafter gibt der GbR 100.000 Euro als Darlehen. Aber natürlich nicht
zinsfrei. Ich meine, der wird woanders auch Zinsen bekommen können und deswegen gibt er ein verzinsliches Darlehen in die GbR, damit ihr in der GbR anfangen könnt zu arbeiten mit diesen 100.000 Euro. Und diese GbR zahlt jetzt an diesen Gesellschafter monatlich, jährlich Zinsen. Dann verdient dieser Gesellschafter ja diese Zinsen mit der GbR, an der er selbst beteiligt ist. Das heißt, das sind schon in gewisser Weise Einnahmen aus der GbR, aber die stehen ja nur ihm persönlich zu und nicht allen drei Gesellschaftern. Und das sind sogenannte Sonderbetriebseinnahmen. Das heißt, wenn ihr irgendwie sowas habt, wo ein Gesellschafter etwas einbringt und dafür, keine Ahnung, Zinsen gezahlt werden oder Miete gezahlt wird oder wenn einer super aktiv Vollzeit arbeitet und die anderen noch einen anderen Job haben und der ein Gehalt bekommt, das heißt, wenn der seine Arbeitskraft quasi einlegt und dafür eine Vergütung bekommt, dann sind das Sonderbetriebseinnahmen. Und das Ganze gilt natürlich andersrum. Also wenn dieser Gesellschafter, der das Darlehen quasi reingegeben hat, auch Kosten hat im Zusammenhang mit dem Darlehen, weil er sich das Geld zum Beispiel vorher selbst von der Bank geliehen hat, dann hat er natürlich auch Kosten gehabt, und zwar die Zinszahlungen an die Bank. Und das sind dann halt Ausgaben, die er auch hatte wegen der GbR, die aber nicht wirklich in die GbR gehören. Und das sind dann halt Sonderbetriebsausgaben. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Man kann über das ganze Thema tatsächlich relativ lange referieren. Ich möchte aber nicht, dass das Ganze den Rahmen sprengt. Und ja, das kann in der Praxis durchaus vorkommen. Und deswegen ist das wichtig, dass ja, ihr das Ganze hier vernünftig eintragt. Hier oben ist wirklich nur der Gewinnanteil quasi aus der Buchhaltung der GbR und hier unten ja, ist so die private Rechnung jedes einzelnen Gesellschafts. Deswegen wird das auch hier abgefragt bei dem einzelnen Gesellschafter und nicht bei der GbR an sich, weil wir sind ja immer noch in dem Bereich, wo wir die einzelnen Gesellschafter auflisten, wer sie eigentlich sind, wie viel Gewinnanteil ihnen zusteht und so weiter. Und diesen Eintrag übernehmen wir dann. Und diesen Prozess bei 13, den machst du so häufig, bis du alle Gesellschafter aufgelistet hast. Also 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 27.000 Mal. Das wiederholst du so lange und wenn du das gemacht hast, gehst du zum nächsten Schritt, um zum 14. Schritt zu kommen. Und den 14. Schritt, den überspringen wir in dieser Anleitung einfach mal. Hier geht es um die Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b Einkommensteuergesetz, um die Bauabzugssteuer. Das trifft ehrlicherweise auf die meisten von euch wahrscheinlich nicht zu und deswegen lassen wir das Ganze einfach aus. Den 15. Abschnitt, der ist schon wichtig, aber auch nur für einen kleinen Teil von euch. Und zwar geht es da um die Abführung der Lohnsteuer. Und das ist wichtig, wenn ihr euch Geld aus der GbR nehmt, dann könnt ihr das machen. Denn ist das aber nicht lohnsteuerpflichtig, weil ihr als GbR-Gesellschafter seid Unternehmer und zahlt quasi wie normale Selbstständige auch Einkommensteuer voraus. Das heißt, ihr müsst euch keine Gehaltsabrechnung erstellen, ihr könnt euch einfach einen Gewinn ausschütten oder Kapital ausschütten. Wenn ihr aber Angestellte haben solltet, dann müsst ihr für diese Angestellten natürlich Gehaltsabrechnungen machen und dann müsst ihr für diese Angestellten natürlich auch Lohnsteuer einbehalten und diese Lohnsteuer ans Finanzamt abführen. Und dann und auch denn nur dann, dann füllt ihr den 15. Bereich aus. Das heißt, wenn ihr als GbR Arbeitgeber seid, dann tragt ihr hier die ganzen Sachen ein, wie zum Beispiel die Zahl der Arbeitnehmer, wie viel davon Familienangehörige der Gesellschafter sind, wie viel davon Minijobber sind, ab wann es losgeht mit den Lohnzahlungen, was ihr denkt, wie viel Lohnsteuer so pro Jahr gezahlt werden soll. Auch da geht es um das Vorauszahlungsintervall, wo die eigentlich genau arbeiten, weil wenn ihr mehrere Niederlassungen und so weiter habt, dann füllt ihr das alles aus. Wenn ihr nicht plant, angestellte Mitarbeiter zu haben, dann lasst ihr das Ganze einfach leer. So, und im nächsten Schritt geht es um die Umsatzsteuer. Alles, worüber wir bisher gesprochen haben, Gewinnanteile und solche Sachen, dann geht es ja vor allem um die Einkommensteuer, so ein bisschen auch vielleicht um die Gewerbesteuer. Über die Umsatzsteuer haben wir hier an dieser Stelle noch gar nicht gesprochen. Und das machen wir natürlich jetzt. Den ersten Punkt, den lasse ich einmal wieder aus. Da geht es nämlich um die Geschäftsveräußerung im Ganzen. Und da haben wir ja gesagt, das machen wir nicht. Wir nehmen einfach an, dass wir mit ein paar Freunden eine GbR gründen wollen. Und im nächsten Schritt geht es um die Summe der Umsätze. Das ist ehrlicherweise genauso eine ätzende Frage wie die Frage nach dem Gewinn. Aber irgendwas werdet ihr ja angenommen haben oder müsst halt jetzt entsprechend annehmen, schätzt hier einfach irgendwas. Ähnlich wie beim Gewinn schätzt ihr es halt den Umsatz. Wenn ihr davon ausgeht, ihr macht Beratungsleistungen, ihr plant 120.000 Euro Umsatz im Jahr, ihr habt aber nicht so viele Kosten, das heißt irgendwie 20.000 Kosten, das heißt 100.000 Euro Gewinn. Das heißt, das Ganze muss schon passen. Jetzt der Umsatz, der sollte nicht niedriger sein als den Gewinn, den ihr vorher angegeben habt. Das heißt, macht so eine grobe Kalkulation, setzt die Werte lieber ein bisschen niedriger an und dann schreibt ihr hier einmal die Summe der Umsätze
Umsätze rein. Warum ist das wichtig? Wenn das umsatzsteuerpflichtige Umsätze sind, dann hat das Finanzamt da natürlich auch Interesse zu erfahren, wie viel Umsatzsteuer da so zu erwarten ist. Und das ist dann natürlich wieder wichtig für, ja, Umsatzsteuervoranmeldungszeiträume und so weiter. Zu dem ganzen Thema findest du auch eine ganze Reihe an Videos unten in der Videobeschreibung. Und auch zum Thema Kleinunternehmerregelung. Wenn du nämlich bestimmte Umsatzgrenzen unterschreitest, kannst du quasi darauf verzichten, Umsatzsteuer zu zahlen. Und das gilt nicht nur für Einzelunternehmen, für Freiberufler, für Gewerbetreibende, sondern natürlich auch für GbRs. Das ergibt nicht immer Sinn, manchmal ja. Vertiefende Informationen dazu gibt es unten in der Videobeschreibung, sonst wird dieses Video richtig lang. Und jetzt kommen wir zu einem Bereich der Zahllast und dem Überschuss, der ehrlicherweise unfassbar kompliziert ist zu schätzen, zu kalkulieren. Wie soll man denn vorher einschätzen können, wie viel Umsatzsteuer man zahlen kann? Ich versuche dir das mal relativ einfach zu erklären, wie du das grob schätzen kannst. Und zwar habe ich jetzt ja die ganze Zeit immer über das gleiche Beispiel gesprochen, 120.000 Euro Umsatz im Jahr und 20.000 Euro Kosten sind 100.000 Euro Gewinn. Ich würde dir empfehlen, wenn deine eure Leistung ganz normal dem ganz normalen Steuersatz unterliegt, also 19%, dann nimmst du den Gewinn, den geplanten Gewinn, rechnest den mit dem 19% und das ist eure voraussichtliche Zahllast. Ja, ich weiß, so berechnet man in der Regel die Umsatzsteuer nicht, weil es ist ja eine Umsatzsteuer und keine Gewinnsteuer. Aber es ist ja nicht nur so, dass ihr Umsatzsteuer abführen müsst, sondern ihr könnt ja die Umsatzsteuer, die in euren Kosten enthalten ist, auch gegenrechnen. Und natürlich könntest du jetzt sagen, naja, du rechnest 19% auf 120.000 Euro und ziehst dann davon quasi die Umsatzsteuer von euren Kosten wieder ab. Das sind dann davon abgezogen 19% von 20.000. Aber dann landest du tatsächlich bei den 19% von 100.000. Das heißt, in dem Berechnungsbeispiel sagst du jetzt hier einfach, du schätzt eine Zahllast von 19.000 Euro. Wenn ihr mit einem Verlust plant, dann ist es ja wahrscheinlich ein Überschuss. Diese Rechnung ist nicht 100% akkurat, weil ihr unter Umständen Umsätze habt, die steuerfrei sind, die ihr ermäßigten Steuersatz habt und natürlich auch auf der Kostenseite habt ihr unter Umständen Kosten, wie zum Beispiel ja, betriebliche Versicherung, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer und solche Sachen. Da ist ja keine Umsatzsteuer enthalten. Das heißt, die Berechnung ist zwar nicht 100% richtig, aber ich würde mal sagen, sie ist genau genug. Und grundsätzlich als Gründer ist euer Umsatzsteuervoranmeldezeitraum das Quartal. Wenn du jetzt aber sagst, oh Gott, nur alle 3 Monate Umsatzsteuer, mir ist es lieber, wenn wir die Umsatzsteuer häufiger zahlen und dafür sich jetzt nicht so viel Geld, was eigentlich dem Finanzamt gehört, auf unserem Konto ansammelt, dann kannst du hier noch einen Haken setzen und dann gebt ihr statt einer quartalsweisen Umsatzsteuervoranmeldung halt monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung ab. Im nächsten Schritt möchte das Finanzamt noch genauer verstehen, was für Umsätze du machst. Oder um genau zu sein, möchte verstehen, ob es irgendwelche Besonderheiten bei der Umsatzsteuer gibt. Weil der Standardumsatzsteuersatz in Deutschland ist ja 19%. Es gibt aber auch Steuerbefreiungen, zum Beispiel für Ärzte, zum Beispiel für Versicherungsvertreter, zum Beispiel für Vermieter von privatem Wohnraum. Solche Leistungen sind von der Umsatzsteuer befreit und dann trägst du das einmal hier ein. Es werden zum Teil umsatzsteuerfreie Umsätze ausgeführt. Dann solltest du raussuchen, wo das im Gesetz steht. Kleiner Hinweis. Alle Umsatzsteuerbefreiungen stehen in § 4 Umsatzsteuergesetz. Der ist dummerweise relativ lang, aber du musst quasi nur § 4 einmal durchsuchen, rausfinden, wo genau steht, dass deine Dienstleistung quasi umsatzsteuerbefreit ist. Dann schreibst du hier unten nochmal rein, was du genau machst. Und dann weiß das Finanzamt Bescheid, dass nicht der gesamte Umsatz tatsächlich auch umsatzsteuerpflichtig ist. Genau das Gleiche machst du, wenn du nicht die 19% ausweist, sondern 7%. Das ist zum Beispiel bei Taxifahrten unter Umständen so oder Hoteldienstleistungen, also die kurzfristige Überlassung von Wohnraum, die unterliegt 7% Umsatzsteuer. Das würdest du hier analog eintragen. Das Gleiche, und darauf möchte ich nicht so tief eingehen, wenn du mit der Durchschnittsbesteuerung versteuert wirst. Hier geht es um Land- und Forstwirtschaft. Sieht man schon, das Ganze könntest du jetzt hier eintragen, wenn das für dich, ja, relevant ist. Eine letzte wichtige Frage bei der Umsatzsteuer ist noch, ob du die Sollversteuerung oder die Istversteuerung wählst. Auch dazu gibt es ein vertiefendes Video, schau da unbedingt gerne in der Videobeschreibung vorbei. Nur einmal ganz kurz an dieser Stelle erklärt, was ist das jeweils? Bei der Sollversteuerung musst du quasi die Umsatzsteuer abführen in dem Monat, in dem du die Rechnung schreibst und bei der Istversteuerung musst du die Umsatzsteuer erst abführen, wenn die Rechnung auch bezahlt wurde. Das ist in den allermeisten Fällen kein riesengroßer Unterschied, weil die Zahlungsfristen sind so zwischen 7 und 30 Tagen. Wenn
Wenn du aber Kunden hast, die ein sehr langes Zahlungsziel haben, das ist ganz häufig so, ja, bei der öffentlichen Hand so oder bei Großkonzernen so, dass die dich vielleicht erst nach einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr bezahlen, da ist tatsächlich die Sollversteuerung ein riesengroßer Nachteil, weil du dann schon Umsatzsteuer abführen musst, obwohl deine Rechnung noch nicht bezahlt worden ist. Da ist es immer besser, die Ist-Versteuerung zu wählen. Und das würde ich dir auch empfehlen. Wähle die Ist-Versteuerung, wenn du es denn kannst, weil daran sind bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die du erfüllen musst. Und um das herauszufinden, verweise ich einfach mal auf das andere Video. Wichtig hier an dieser Stelle, wähle einfach immer die Ist-Versteuerung, wenn das möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, dann nimmst du halt die Soll-Versteuerung. Den 17. Bereich, den möchte ich auch einfach mal überspringen. Da geht es um umsatzsteuerliche Organschaften. Da geht es vor allen Dingen auch dann darum, wenn mehrere Unternehmen im Spiel sind und so weiter. Wenn du einfach mit ein, zwei Freunden ein Unternehmen gründest, eine GbR gründest, dann wirst du keine umsatzsteuerliche Organschaft haben. Das heißt, du kannst diesen Bereich auch einfach überspringen. Der nächste Punkt braucht wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und zwar geht es da um, ich würde mal sagen, internationale Geschäftsbeziehungen. Und du hast relativ schnell internationale Geschäftsbeziehungen, wenn du irgendwelche Softwarelösungen verwendest. Weil die meisten Softwareunternehmen sitzen irgendwo in einem Land innerhalb der EU, aber halt nicht in Deutschland. Ganz viele große Tech-Unternehmen haben ihren Sitz in Irland. Und wenn du da Geschäftsbeziehungen, also geschäftliche Geschäftsbeziehungen hast, musst du immer eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben. Und auch wenn du übrigens Kunden aus dem EU-Ausland hast, brauchst du auch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Und deswegen solltest du sie beantragen. Das ist ein bisschen aufwendig, das im Nachhinein zu machen. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass du hier einfach den Haken setzt. Und dann bekommst du neben der Steuernummer für deine GbR auch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für deine GbR. Das ist nur der eine Haken, den du setzen solltest. Falls es das Unternehmen vorher schon gab, kannst du hier die Umsatzsteuer-ID angeben, die vorher halt irgendwann schon mal existiert hat. Den unteren Bereich hier möchte ich einmal überspringen. Da geht es um Steuerschuldnerschaft, also Reverse-Charge-Verfahren, speziell im Bau- und Gebäudereinigungsbereich. Das heißt, wenn du im Bau aktiv bist oder Gebäudereinigung anbietest, dann musst du dich mit dem ganzen Thema Reverse-Charge-Verfahren noch einmal tiefer beschäftigen. Das würde ich hier aber einfach mal überspringen, weil die meisten von euch das wahrscheinlich nicht machen. Genau das Gleiche möchte ich machen beim Thema One-Stop-Shop-Prinzip. Da geht es um E-Commerce. Das heißt, wenn du Versandhandel betreibst, dann gibt es eine ganze Reihe von zusätzlichen Dingen, die du beachten solltest. Das ist aber nicht speziell GbR, das ist jetzt auch nicht speziell Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, deswegen verweise ich auf die Videos, die ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Beschäftige dich, wenn du irgendwas im weitesten Sinne im Bereich E-Commerce, also Versandhandel von Produkten machst, dann beschäftige dich unbedingt mit den Themen vorher. Und wenn du dich denn damit beschäftigt hast, dann weißt du, was du hier jeweils anhaken musst und was nicht. Das Ganze wird hier extrem den Rahmen sprengen. Und genau das Gleiche gilt auch für den 20. Bereich. Hier geht es um Umsätze im Bereich des Handels mit Waren über das Internet. Das heißt auch E-Commerce. Damit solltest du dich wirklich unbedingt beschäftigen. E-Commerce ist gerade im Bereich Umsatzsteuer ein unglaublich komplexes Thema und du solltest wissen, worauf du dich einlässt, weil Fehler im Bereich Umsatzsteuer können sehr schnell sehr teuer werden. Und damit kommen wir auch mehr oder weniger zum letzten Schritt. Du kannst nämlich jetzt hier eine ganze Reihe von Anlagen hinzufügen. Das heißt, du kannst dem Finanzamt jetzt eine ganze Reihe von Dokumenten mitschicken. Zum Beispiel den Gesellschaftsvertrag, Vertrag der Gesellschaft oder aber das Lastschriftverfahren. Das heißt, wenn du möchtest, dass das Finanzamt einfach Steuerzahlung direkt vom Geschäftskonto abbuchst oder die Vollmacht vom Steuerberater, wenn du da was hast und du das alles dem Finanzamt einrechnen möchtest, dann hakst du einfach hier einmal alles an, was du möchtest, was das Finanzamt von dir bekommst. Du gehst zum nächsten Schritt und hier kannst du diese Unterlagen dann auch entsprechend hochladen und damit dann direkt einreichen. Auch hier würde ich sagen, manchmal ist weniger mehr. Du musst jetzt nicht im vorauseilenden Gehorsam alles dem Finanzamt mitteilen und einreichen. Wenn das Finanzamt irgendwas sehen möchte, dann werden sie dir das mitteilen und werden nachfragen. Natürlich, wenn du es zeitlich sehr, sehr eilig hast, diese Steuernummer zu bekommen, dann solltest du natürlich so viel wie möglich einreichen, in der Hoffnung, dass keine Rückfragen entstehen. Weil das ist jetzt genau das, was passiert. Du kannst jetzt im nächsten Schritt noch einmal alles prüfen und dann direkt alle Informationen an das Finanzamt übermitteln. Das Finanzamt bearbeitet dann diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und wird dir dann in 2, 3, 4 Wochen einen Brief schicken und darin steht dann deine Steuernummer. Zeitgleich wirst du auch Post vom Bundeszentralamt für Steuern bekommen und in diesem Brief ist dann die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, zumindest wenn du den Haken an der entsprechenden Stelle gesetzt hast und so weiter. Diese Steuernummer, die du vom Finanzamt bekommst, das ist die Steuernummer, die du auch auf deine Rechnungen schreiben solltest. Das heißt, diesen ganzen Prozess musst du machen, bevor du als GbR überhaupt Rechnungen schreiben kannst. Und deswegen lohnt es sich, das Ganze so früh wie möglich zu haben.
Wenn du zu diesem Formular, zu Elster Online, zu GbRs, zu Steuern generell oder Buchhaltung Fragen hast, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schau unbedingt in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich wirklich eine ganze Reihe an Videos verlinkt. Und was ich ebenfalls verlinkt habe, ist eine ganze Reihe an Softwarelösungen. Wenn du ein Geschäftskonto brauchst, wenn du ein Buchhaltungsprogramm brauchst, wenn du was auch immer du für deine Selbstständigkeit brauchst, schau einmal unten in der Videobeschreibung vorbei. Das sind meine persönlichen Empfehlungen und bei den meisten Tools gibt es auch irgendwelche Discount-Codes, dass du das für ein paar Monate kostenlos nutzen kannst und so weiter. Dringende Empfehlung, entweder unten in der Videobeschreibung oder du klickst einfach einmal hier. Du kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen. Da gibt es eine ganze Reihe, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.